Hallo ihr Lieben, ich habe heute eine Doppelrezension für euch. Und zwar geht es um die Bücher Und morgen du von Stefan Arnhem und Herzsammler. Ich fange natürlich mit dem ersten Teil an. Der erste Teil ist Und morgen du. Das ist eine skandinavische Krimireihe von Stefan Arnhem. Es geht da um den Ermittler Fabian Risk. Und dieser erste Teil, der hatte, ja, so 548 Seiten und den habe ich im Urlaub gelesen. Fand ihn sehr interessant gemacht, weil das Thema auch sehr interessant ist. Es geht hier darum, dass Fabian Risk wieder nach Schweden zieht mit seiner Familie, wo er ursprünglich herkommt, und in seinen Umzugsstress, nenne ich es mal, erfährt er von seiner neuen Chefin aber, dass es einen Mordfall gibt und dass sein damaliger Klassenkamerad dabei ermordet wurde, und bittet um seine Mithilfe. Stellt sich dann heraus, dass es wohl um einen Rachefeldzug eines seiner Schulkameraden geht, denn es werden noch mehrere aus der Klasse ermordet. Und ja, er lässt seinen Urlaub sausen und nimmt die Ermittlungen auf. Es war sehr interessant, gerade weil es halt auch so um eine Klasse geht. Und das hatte mir sehr gut gefallen. Das hat von mir 4,5 Sterne bekommen. Und ja, was soll ich sonst sagen, ohne zu viel zu verraten? Es war auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, zumal auch die Frau des Opfers die erste große Liebe von Fabian Risk war und das Opfer damals schon mit der Flamme zusammen war und es sich dann halt rausstellt, dass der Ehemann auch nicht wirklich so ein ganz netter war, also dass sie es nicht so gut getroffen hat. Und ja, es wird dann immer mehr die Geschichte der Klasse aufgedeckt, weil ja immer mehr dann auch sterben, und es nimmt irgendwie gar kein Ende. Das war schon erschreckend. Und ja, das war der erste Teil. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Hatte zwischendurch auch so ein bisschen Längen, sonst hätte er ja auch 5 Sterne von mir bekommen. Aber auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Daraufhin habe ich mich dann sehr gefreut auf den zweiten Teil, der jetzt auch gerade erst erschienen ist. Der sollte auch erst heißen, jetzt komme ich nicht drauf, Was dir nicht gehört, glaube ich. Dann haben sie es aber in letzter Minute noch umbenannt in Herzsammler, wobei ich den ersten Titel im Nachhinein auch sehr passend gefunden hätte. Vom Cover her finde ich dieses noch ein bisschen schöner gestaltet. Das passt auch so zu diesen Büchern von, wie heißt denn noch, irgendwie Axel Sohn, Krähenmädchen, diese Reihe. Da passen die auch ganz toll dann nebeneinander. Und dieses Buch hatte 570 Seiten, meine ich. Und ja, hier geht es halt um was ganz anderes. Es geht auch um Fabian Risk, der Ermittler ist. Ich habe jetzt, nachdem ich das Buch gelesen habe, aber erst gesehen, dass diese Geschichte vor dem ersten Teil spielen soll. Ja, was ich etwas komisch finde, hätte ich jetzt so nicht erwartet, nachdem ich das Buch gelesen habe, was jetzt so die Beziehung zwischen seiner Frau und so, zwischen ihm und seiner Frau so angeht. Aber es scheint so zu sein. Hier kann ich das gar nicht so gut nacherzählen, weil es doch sehr komplex ist. Ich lese das Ding doch mal eben vor. Stockholm, Metropole des Nordens. Kommissar Fabian Risk wollte eigentlich mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Dann wird der Justizminister entführt und Risk stürzt sich in die Ermittlungen. Doch er kommt zu spät und es bleibt nicht bei einem Opfer. Die einzige Verbindung zwischen den Toten, allen wurden die Organe entnommen. Als ein Verdächtiger Selbstmord begeht, glauben Risks Kollegen, den Fall gelöst zu haben. Nur Risk hat Zweifel. Und er ahnt, dass der Mörder mit seinem Rachefeldzug noch lange nicht fertig ist. Ja, da hat er auch wohl recht mit gehabt. Ich muss sagen, von diesem Buch bin ich enttäuscht. Je weiter das Buch voranschritt, umso weniger konnte es mich fesseln.
Es war wirklich teilweise so, dass ich es erst zur Seite gelegt habe und ein anderes Buch gelesen habe, was ich sonst so gar nicht mache. Daher kann ich diesem Buch leider nur 3,5 Sterne geben. Ich weiß nicht, ob es an der Thematik lag oder daran, dass hier wirklich sehr viele Personen involviert waren, auch sehr viele Orte und dann noch auf Schwedisch, dass ich einfach irgendwann den Überblick verloren habe und da natürlich auch die Lust. Ja, anders kann ich es nicht beschreiben. Also, es war für mich einfach am Schluss zu verwirrend und zum Ende hin war es mir auch einfach zu weit hergeholt, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Ja, ich hatte mir ein bisschen mehr von versprochen, sollte halt nicht sein. Ja, hat jetzt 3,5 Sterne von mir bekommen. Das erste hat ja 4,5 Sterne, dieses jetzt 3,5 Sterne. Da merkt man natürlich schon, dass es mich nicht so begeistern konnte wie der erste Teil. Ja, was kann ich sonst dazu sagen? Also zur Geschichte, dieser Justizminister wurde ja gerade schon im Klappentext erwähnt, ist halt verschwunden und wird dann ja auch ermordet aufgefunden. Und ja, ich weiß auch nicht, ob mir einfach dieses Klassenprozedere etwas besser gefallen hat als ein Justizminister, kann natürlich sein. Aber ich habe schon Bewertungen mir angeguckt und die sind auch wirklich sehr zwiegespalten. Da gehen die Meinungen auch auseinander. Es hat mir einfach nicht so gut gefallen. Brauche ich jetzt gar nicht so lange drum rumreden. Was hier auch extremer war als im ersten Band, war die Brutalität. Also meiner Meinung nach sind diese beiden Bücher sowieso mehr Thriller als Kriminalromane. Und dieser Teil hier war halt auch an einigen Stellen doch schon etwas brutal und etwas eklig. Ja, ich meine, es waren auch andere, die das lesen, denken wahrscheinlich, was hat die eigentlich? Aber da hatte ich halt nicht so mit gerechnet, dass es jetzt brutal zugeht und hat mich jetzt auch nicht großartig gestört. Aber es war schon etwas brutaler als der erste Teil. Und ja, das Cover, wie gesagt, gefällt mir bei diesem noch ein bisschen besser. Aber der Inhalt war doch beim ersten für mich besser und interessanter und spannender. Mich würde wirklich mal interessieren, wenn ihr die Bücher gelesen habt oder eins von beiden, was ihr dazu sagt, ob ihr ähnlicher Meinung seid oder ganz anderer. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, schaut es euch mal an, wenn ihr skandinavische Thriller mögt, die auch dann ruhig mal ein bisschen brutaler sein dürfen. Also es war jetzt nicht das ganze Buch so, da waren 2, 3 Stellen. Also nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Aber ja, insgesamt konnte es mich einfach nicht so fesseln. Ich war froh, als ich fertig war. Und wenn ich ein Buch habe, wo ich schon fast überlege, es eventuell doch abzubrechen, dann kann ich einfach nicht mehr als 3,5 Sterne geben. Und das war jetzt hier der Fall. Und aber schaut euch die Reihe auf jeden Fall mal an. Sonst fand ich sie sehr interessant. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!